Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Bloodlines The Masquerade. Hauen wir hier ab. Ja, Ladebildschirm. Es ist immer schön, wenn man eine Konstante in seinen Let's Plays hat. Meine Konstante sind die Ladebildschirme direkt am Anfang der Episode. Fuck. Oh, wir sollten zwischendurch mal an unseren Computer gehen. Ja, das sollten wir mal machen. Aber was haltet ihr davon? Wir geben zuerst die Quest ab. Ich glaube, wir müssen direkt berichten, ne? You should probably inform the prince about his demise. Yes, das sollten wir probably tun. So, unser kleiner Muffin wird uns hier gleich den Fahrstuhl aufmachen. Hey, Schnuckel. Evening there. Ja. Something burning? Ooh, smells like someone burnt the burgers. Ich riech nichts, ich habe ein Appointment. Sure, I'll open it up for you. Ja. Jeez, I could go for one of them double space burgers. Ah, jeez, I can go for one of them double space burgers. Ja, mein kleiner Muffin. Er ist einfach immer hungrig. Genau wie ich. So, da vorne ist Mr. Spießer McSpieß. Lass uns mal quick saven. Wie immer, Dialoge können mächtig ins Höschen gehen. Oder das Spiel stürzt ab. Na, Kackstift, heute stehst du mal. The Primogens still haven't been contacted by Grout. I thought I made it clear that you were not supposed to come back until we had heard from him. Seht ihr, und darum hasse ich dieses dumme Arschloch. If the Primogen want to hear from God, tell them to hold a seance. Okay, das nehme ich. Grout's dead. What? Drei Erfahrungspunkte, nice. Yeah, and this guy, Bach, set his house on fire, nearly killed me. Second, I almost died in a fire, this crazy priest Bach said. Who's Bach? He tried to burn me up and he really hates you. Machen wir wieder die drei. Bach! Every time I think he's lost the scent. So, Bach killed Grout to draw me out. Seems like Grout was already dead when he arrived. Das ist interessant. Genau, er wurde nämlich schon vorher getötet, wir wissen aber nicht von wem. Das ist echt ein Mysterium. Bach is a hunter. They stalk and kill our kind to appease their god. But like many mortals, their so-called faith is nothing but a conduit through which they quench their killing urge. Who else would have killed Grout? On the way, I saw Nine Rodriguez leaving the mansion. Nein, geht gar nicht. If you let me finish. Okay. Let you finish? With whom do you presume you're speaking? I was just going to add, I saw Nines there. Look at me. Are you sure it was Nines Rodriguez? Because if it was, the consequences... Do you know where this might lead? Do you really have any idea? Why not? Why don't you tell me, Captain Dramatic? I'm glad you find this so amusing. I don't. And do you know why? It means... Under most circumstances, I would call a blood hunt on the murderer immediately. However, the anarchs of this city may interpret such an action to be a declaration of war. I do not want a war with them. This decision will take some time. I need to confer with the Primogen on this. In the meantime, I've come to a decision on the Ankaran sarcophagus, and I believe that for the safety of the inhabitants of this city, we need to place the sarcophagus under Camarilla protection until its contents can be confirmed. You're becoming quite indispensable to me. So, out of all my available personnel, I'm going to entrust the retrieval of the sarcophagus to you. It was quietly delivered to the Museum of Natural History a few hours ago. I go at once. The manifest from the Dane shows there was a small box from the same dig on board, but it was listed as missing. Keep an eye open for it. It may have been overlooked. It's crucial we get the sarcophagus in our possession within the next few hours. All these tasks have me a little short on cash. Ist egal, wir laden eh gleich wieder. Ihr seht warum. Here are the keys to the front door of the museum. The sarcophagus should be in an examination room of some sort.
There's a small security staff on site, but I don't want a massacre. Mortals are just as easy to deceive as they are to kill. I'm ready to go. There is a degree of immediacy attached to this task. Work fast. And, as on the Dane, you are not to open the Ankaran sarcophagus for any reason. Excuse me. Mhm. So ein Lappen. So. Das wäre, wenn wir zur Camarilla spaziert gewesen wären. Wollen wir doch mal checken, was passiert wäre, hätten wir zuerst mit Nein Rodriguez gesprochen. Was haltet ihr davon? Ach, Mr. Dramatic. So, Alex, welche Richtung? Mach's nicht wieder falsch. Sonst latschen wir hier gleich wieder im Kreis. Ich glaube, das ist richtig. Aber ich habe es letztes Mal auch schon geglaubt. Wollen wir mal gucken, ob er neue Ware hat? Ist ja immer so eine Sache bei dem. Ich weiß nie, wann er neues Zeug bekommt. Baby girl, you know. Need Larry. Larry, du bist echt ein Lappen, Alter. Echt ein kleiner Lappen, Mann. Kann einer die Messer aufheben? Die machen mich irre. Ich denke jedes Mal, da liegt was, das ich aufheben möchte. Ach, die Musik. Und wir sollten nochmal in unser Apartment E-Mails lesen. Verdammt, das war falsch gelaufen. Warte mal, kann ich nicht da durch die Gasse? Und dann komme ich doch beim Parkhaus raus, oder? Oh, es ist doch immer 50-50. Und ich nehme immer das Falsche. Ätzend. So, das war eine mächtig, mächtig schöne Abkürzung. Ist nie was passiert. Wir wollten ja nur mal checken, ob der Typ neue Produkte hat. Oh, Baby. Warum ist die Stadt so linear? Das finde ich ein kleines bisschen blöd. Dass man so lange in einer Linie laufen muss, in so einem Tunnel laufen muss. Aber wahrscheinlich gibt es irgendeine Abkürzung, die ich mal wieder nicht gerafft habe. Oder vergessen habe. So. Rein da. Ah, das gibt wieder Beschwerden wegen der Musik. Ja. Damit muss ich wohl leben. Und ihr mit der Werbung. So. Ah, Kollege Knackfuß ist nicht wieder da. Das finde ich erstaunlich. Ich meinte, er ist wieder da. Ich glaube, Nein Rodriguez. Ich glaube, der war. Wie nennt man das? Das nehmt jetzt bitte als Gerücht. Das ist nicht, weil ich das Spiel schon mal gespielt habe. Wie gesagt, es ist sehr lange her. Ich habe im Grunde alles vergessen. Aber ich glaube, dass Mr. Rodriguez unter einer Art Gehirnwäsche stand. Er machte so den Eindruck, als er rauskam. Und da drin war es halt echt total spooky. Ja. Aha. Ja. Ja, if you let me finish. Halt dein Maul. Look at me. Why don't you tell me, Captain Dramatic? Yeah. I'm glad you. Yeah. It means yeah. I need yeah. to confirm yeah. you're becoming. Yeah. Ich gehe sofort. Ja, ja. Dass der Caffrey Büsch ist, as good as here. Ja, yeah. I'm ready to go. Maul, Paul. Tschüss. So. Dann könnten wir mal gucken. Es ist im Museum, hat er gesagt. Ob Nines jetzt wieder da ist. Oder ob wir auf Nines in späteren Questverlauf stoßen. Ich will nicht zu viel für die Camarilla machen. Das schmeckt mir gar nicht. Was war das nochmal für eine Tür? Gar keine Tür. Okay. Das war ja dieser Typ. Mit der komischen Sonnenbrille. Dieser Magier-Vampir-Kram. Hotel. Ich muss auch gerade mal echt nachdenken, wo das Museum ist.
glaube nicht, dass wir dafür schon in die neue Stadt fahren müssen, oder? Wir sehen es ja gleich, wir laufen ja gleich wieder in die andere Richtung. Ah, siehst du? What did I do? You fingered Nines. Said he killed a goddamn primitive. I just saw him there. At least I think I did. I'm willing to believe you were a patsy in all this, but I'll be watching you here. Where did Nines go? Don't expect to see him until this bullshit is resolved. Yeah. I want your problem with the Camarilla, blah, 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 blah. Ich bin hier raus. Hast du was Neues? Heard anything? Nee. Schade. Schade, 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 schade. Steht in der Questbeschreibung, ob das Museum in Hollywood ist. Ich weiß es echt nicht mehr. The Prince would appreciate taking Akaizaka for the museum and bringing him to safe... Es ist immer noch Downtown, Safekeeping and without killing anyone if possible. Allerdings sind die Quests immer unter der Stadt aufgereiht, auch wenn sie gar nicht in der Stadt abgeschlossen werden können. Das ist leider normal. So, wir gehen jetzt aber zurück und dann auf dem Rückweg sprechen wir den Taxifahrer an und schauen mal, ob seine Karte erweitert wurde. Das Museum. Oh Mann, war das hier? Ich weiß es wirklich nicht mehr. So groß ist die Stadt nicht. Mittlerweile, gut, ich verwechsel gerne mal links und rechts, aber mittlerweile kenne ich nun auch alle Wege hier. Hop in. Sure, why not? Museum, da, tatsächlich. Es ist eine ganz andere Stadt. Stadtteil sozusagen. Auch wenn es in an sich ein geschlossener Bereich ist, glaube ich. Es war kein Stadtteil, wo wir durch die Gegend spazieren, um ins Museum zu kommen, sondern... Sondern wir starten direkt beim Museum. Was ist das denn? Leuchte doch die Tür nicht an, Alter, wenn da keiner drin ist, der mit mir reden will. Ich bin ein bisschen Bloodborne gestört. Überall, wo Licht brennt, laufe ich ständig gegen die Türen und will mit den Leuten kommunizieren. Due to unforeseen though fortunate circumstances, the business of Madame Liotta has been relocated onto Santa Monica Pier. Gut zu wissen, gut zu wissen. Da können wir nämlich jetzt hingehen, hier nach. Good day, sir. Okay. Sir? Sir? Ist ja sonst keiner hier, ne? Mampf. Ach, ist ja ekelhaft, wie dem einer abgeht. So, jetzt ist er benommen. Geht mir nicht auf den Sack. Ich weiß nicht, ob er was gemacht hätte. So tut er definitiv nichts. Klopf. Hm? Oh, Nebeneingangstür. Okay. Das war ja easy. Eine Eins. Schon wieder diese mysteriöse Musik. Was haben wir denn hier für Preise? Ja, die sind natürlich nicht mehr aktuell. Das war mal. Amerika ist deutlich teurer geworden. Ja, passiert hier nochmal was Aufregendes? Oh, ein Dach, oder was? Ja, ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken. Aber ich habe nicht geschrien, sondern ich war nur ein bisschen in der Schockstarre. Und seid auch nicht so. Damn funny, you scared the crap out of the cleaning crew. Now, would you put the damn raptor back in the exhibit on... Oh, I don't leave your key lying around on... Or Marshall will fire your ass. Na gut, wenn sich die Reinigungsmannschaft erschrocken hat, ist das ja nicht weiter schlimm. Sie kann ja schließlich ihren eigenen Scheiß aufräumen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, Museum Office Key. Da Alex wieder einen Witz gerissen. So, hier scheint nichts zu sein. Okay. Gehst du mal zu? Bist denn ich? Ah, kann man die... Nee, kann man nicht. Bin ich schon wieder aus Versehen den richtigen Weg gegangen? Mann, das wäre voll scheiße. Ich mag nicht den richtigen Weg nehmen.
Ich will rumexploren. Auch zufällig über die Weihnachtstage die Jurassic World Teile geschaut. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon gesehen habt. Ich würde eine vorsichtige Bewertung abgeben. Mittelmäßig. So, jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Alles klar. Oder nicht? Hä, wo ist denn der Kakraptor hin? Sind wir nicht im Kreis gelaufen? Ist ja abgefahren. Der Kreis ist scheinbar einfach viel größer als gedacht. Roof Access. So, das müsste... Wenn wir hier durchgehen, dann ist der Kreis wahrscheinlich geschlossen. Und immer der Wunsch, sich schneller bewegen zu können. Einfach ein bisschen flotter zu sein. Keine Sorge, wir gehen jetzt nicht komplett im Kreis. Wir gehen jetzt durch die mittlere Tür in den Museumsbereich. Ja, alles klar. Jetzt sind wir, wo wir sind. Das macht keinen Sinn. Du bist ja ein Spackofatz, Alter. Woher hätte ich denn wissen sollen, ob da einer... Den beißen wir jetzt mal nicht. Wir gucken mal, was passiert, wenn wir hier einfach durchgehen. Ich habe ja meine Vampirkräfte. Ich hätte theoretisch... okay, die Tür ist zu. Wir müssen hier lang. Ich hätte theoretisch sehen können, ob hinter der Wand lebende Bewegung ist. Hier lag, glaube ich, nichts rum. Nicht mal Geld. Wobei, wir brauchen wirklich kein Geld. Wir sind ziemlich wohlhabend. Es gibt nichts, das wir uns kaufen wollen. Nichts, das wir brauchen würden. Im Moment wird auch absolut gar nichts angeboten. Aber wenn ich so drüber nachdenke, wäre es vielleicht ganz cool gewesen, die Camarilla um Kohle anzuschnorren, weil ich will die ja sowieso platt machen. Ja, unser Auspex ist nicht sehr stark. Seht ihr? Was ich vorhab, ich will ihn anfallen, um ihn auszutrinken. Ein bisschen trinken zumindest. Originale hat mich nicht gesehen. Könnt ihr euch das reinziehen? Er hat mich nicht gesehen. Wahnsinn. So buggy ist das Spiel, ey. Okay. mir fehlen die Worte, drauf geschissen. Wir gehen nach oben. Ja, das Spiel ist echt mächtig verbuggt, trotz den ganzen Anpassungen. Was da passiert ist, ist, das Spiel registriert ihn für uns nicht mehr als Zivilisten, sondern als einen Gegner. Und wir haben ja die Bitte erhalten, bitte, bitte niemanden umzubringen, also versuchen wir das auch. Na gut, dann gehe ich halt rein. Der Typ müsste ja weit auf der anderen Seite sein. Mal ihm hier um die Ecke lutschen. Er geht in die Richtung, okay. Ich möchte aber, glaube ich, ins Erdgeschoss, wenn ich mich nicht irre. Gucken mal hier, da ist der andere. Mhm. Gut, dann laufen wir in die Richtung. Was Interessantes eigentlich? Sicherlich. Schildkröten. Schildkröten sind immer interessant. Da ist noch so ein Weg. Welche Fußspuren? Fußtritte meine ich. Da ist auch noch ein Weg. Gegen die Löwen. Nettes Geräusch, wa? Blöd. Fire Exit? Nope. Wir haben ja Sellerie. Wir könnten hier in Wahnsinnsgeschwindigkeit durch, wenn wir das wollen würden. Hat jemand auf die Schilder geachtet? Ich sicherlich nicht. Wir haben diesen möchte gern wichtigen Schlüssel. Someone there?
Musik, oder? Schauen wir, ob wir hier irgendwas Interessantes finden. Just a reminder, Dr. Anderson Johansson, aka the sarcophagus guy, will be working at the museum for the next few days. Show him the professional courtesy. Next. That statue on Daryl's workstation is creeping me out. I was working late the hour night and I swear I thought I saw it moving. This isn't another gag, isn't it? If it is, I don't think it's funny. Okay, wir müssen zu Daryl. Has detected a virus in the attachment of this message. The virus has been radiated and note is sent to... Those keys you found, they are Larry's. I will tell him you left them in the lost and found. Good. Echt? Hier wird auch ein Passwort benötigt? Sales figures are unavailable at this time. Okay, dann gehen wir raus. Eine Statue auf einem Schreibtisch. Hier ist keine. Hier ist keine. Ups. Danke für die Schlüssel. Tschüss. Mein Schatz. So. Der ist aus. Oh. Leco me away. Ich habe hier nicht die beste Entdeckungsrate. Deswegen laufe ich wie ein Penner überall gegen. Hä? Was war das denn? Ich hab doch eigentlich Quicksave gedrückt, aber... jetzt macht das. Okay, alles klar. Verarsch mich doch nicht so. Stealthy Boy, Stealthy Boy, Stealthy, Stealthy, Stealthy Boy. Na, egal. Du darfst weiterleben. Was haben wir hier? Oh. Hier erleichtert sich gerade einer. Yep. Den wollen wir natürlich nicht töten. Mann, mit heruntergelassener Hose. So, wir haben den Schlüssel. Brauchen hier nichts mehr. Der einzige Grund, um nochmal auf Toilette zu gehen, ist zu gucken, ob es dort einen... da gibt es den Luftschacht. Aber ich weiß natürlich auch nicht, ob der Luftschacht... Ah, hier ist sonst auch noch einer gewesen. Für die ganz besonders hässlichen Vampire unter uns, die sich viel in Luftschächten aufhalten müssen, weil die nicht gar nicht gesehen werden dürfen. Das ist ja hier die einzige Möglichkeit. So. Ich habe keine Ahnung, wohin wir gehen. Tut mich nicht so angucken. Da waren wir, ne? Bin mir sicher, dass wir da waren. Das ist der rote Raum, wo wir den Schlüssel geklaut haben. Glaube ich zumindest, ja. Was haben wir hier? Das sah interessant aus. Was ist denn das hier? The fuck? Ah, okay. Dann war der andere Raum, den wir im Lüftungsschacht gesehen haben. Wie lange wollen die hier noch vor der Tür rumstampfen? Wie kann man das denn nicht sehen, dass da einer sitzt? Echt. Das ist der Eingang. Das ist ja nun einfach zu verstehen. Kannst du bitte aufhören, mir parallel hinterher zu laufen? Gehst mir auf den Sack.
So, hier soll es irgendwo eine Statue auf dem Schreibtisch geben, die Leuten das Fürchten lernt. Oh, die nehmen wir mit. Tabletten immer gut. Ah, was ich jetzt nicht geguckt habe, ist, ob ich hier irgendetwas von benutzen kann. Aber es sieht nicht so aus, okay. Lost Key. Mhm. Ach, ernsthaft? Da schleicht man einmal nicht kurz und dann gleich sowas. Nee. Gut, es hat einen gewissen Vorteil. Wir wissen, was wir alles nicht brauchen. Und können jetzt einfach dahin direkt durchlaufen. Seht ihr? So schnell kann das gehen. Was haben wir hier? Dork. Jan found them buried in a sofa downstairs and turned them into the lost and found. Stop leaving your damn keys all over the place or else next time I'm demanding a finder's fee. Okay, hier waren irgendwo noch Tabletten. Nicht hier. Dann aber vielleicht hier. Da sind sie. Zack. Speichern wir halt nochmal. Ich habe jetzt keine Ahnung, in welchem Cycle sich dieser NPC befindet. Er ist in dem Geh mir nicht auf den Sack-Cycle. Das finde ich sehr, sehr loblich. Wir haben wohl zu viel Krach gemacht, deswegen ist er ein bisschen nervös. I lost him. Mhm, total. Total, Alter. Oh, da ist eine Kamera. Nicht gut. Seht ihr, man wird entdeckt. Ich bin hier nur ganz kurz rein, weil ich etwas checken will, und zwar das Buch, was da liegt. Das hier. Guide to Personal and Home Security. Ja, das will ich haben. Deswegen müssen wir einen Weg finden, wie wir hier reinkommen, ohne dass wir den Alarm auslösen. Das ist das, was wir jetzt als nächstes versuchen werden. Mit etwas Glück kommt dieser Spinner raus, dann ist da nämlich niemand mehr im Raum, der den Alarm auslösen kann. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er irgendwann den Raum verlässt. Oh, crap. Nicht geschlichen. Entschuldigung, passiert. So, nochmal. Komm, verlass das verdammte Zimmer. Ach, du bist so ein Arsch mit Ohren. Na? Ja. Okay. Gut, wir müssen ihn aus dem Zimmer rauskriegen, damit er nicht auf die Monitore überwacht. Und ich denke, das machen wir, indem wir da jetzt reingehen und ihn ein bisschen zerkauen. Wenn wir den zu Tode trinken, kriegen wir nicht mal ein Humanity Lost, weil das Spiel ihn als Gegner betrachtet und nicht als NPC. So, jetzt kommt die Kamera hierher. Das sitzen wir jetzt kurz aus. Man kann auch sprinten, aber da habe ich keinen Bock zu. Gut. Dann halt auf diese Weise. Er will ja nicht mit uns reden, also was soll ich denn machen? Und ich will dieses Buch. Also, entschuldige mal bitte, ja? Wir müssen alle sehen, wo wir bleiben. You need a research skill of at least 6 to use this item. Wir haben Research 5. Wir bräuchten nochmal ein Intelligenz. Das erhöht unsere Research und Intimidate. Aber es ist günstig, es kostet nur 4. Lass das mal machen. How to handle locks, doors of all kinds. This book raises your security skill. So, und dann schauen wir mal eben nach Security Skill. Der ist Security hier 2. Kostet 6. Ich kaufe das mal eben, weil wir können ja ganz einfach laden. Zack. Funktioniert immer noch. Krass, dass so gut ist das Buch. Den nächsten können wir uns nicht leisten,
Aber ich glaube, dann würde das Buch auch nicht mehr gelten. Also ein Buch, das dir die 5. Stufe erhöht, das ist wirklich, wirklich, wirklich heftig. Alter, jetzt haben wir ernsthaft Security 4, Mann. Lockpicking 6 mal eben so. Es war teuer, aber Research werden wir benutzen. Kameras 1. Es bringt gar nichts. Doch, man hätte disablen können, aber welcher Penner nervt jetzt? Machen wir es durchs Fenster einfach. Danke, dass du mich da unterbrochen hast, Spacken. Kameras 1. Disable. Kameras 2. Kameras 2. Ja, Passwort, ich weiß. Irgendwas mit Velociraptus. Disable. Thanks, bye. So, es wäre nice, wenn jetzt hier keiner mehr reinplatzt. Ich will hier nämlich niemanden töten, aber ihr lasst mir keine Wahl, weil ihr euch wie Arschlöcher verhaltet. Ah, soll ich das mal speichern? Ist mir echt egal, dass da zwei Polizisten draufgegangen sind. Das juckt mich nicht. Das ist der Weg. Das ist der... nee, doch nicht. Doch nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Müssen wir suchen. Klopf! Gut, keiner hier. Fein. Interessant. Interessant. Sehr interessant. Was haben wir hier? Secure. Okay, nehmen wir mit. Oh, halt. E-Mail. Irgendwas haben wir bekommen. Scheinbar war diese Karte etwas Questgegenstandswichtiges. For your information, I will be showing Dr. Johansen around personally. I think he'd prefer not to be pestered by the genius staff. Of course, if you have a question, I will try to ask him for you. Das ist aber sehr nett, Arschloch. Relax, Pam. I had him move the statue into another office. Yeah. I'm in keeping with good security. The code for the area B2 2358. 2, 3, 5, 8. Muha. Gehen wir gleich hin. Ich will mich erstmal umsehen. Hoffentlich muss ich das nicht nochmal eintippen, denn ich hab's schon wieder vergessen. Was habt ihr von mir erwartet? So, das ist jetzt aber der Weg. Hier war der Security-Raum und ich wollte hier mal lang auf die braune Spur. Und dann der braunen Spur folgen. Oh. Take it. Marshall changed the code again. He's on such a power trip. I think you're right. He managed to send it everyone but you again. Not that you ever check your mail anyway. The code is 2358. You owe me lunch. Upsala, Entschuldigung. Ja, das haben wir jetzt durch Hacken herausgefunden. War nix. Aber ihr seht, es gibt auch immer noch einen alternativen Weg. Das Spiel bietet es einem zumindest an. Dass man das auch anders herausfindet. So, wie komme ich in den anderen Raum rein? Das beschäftigt mich gerade viel mehr. Muss ich dafür durch das B2 gehen? Ich meine damit diesen Raum hier. Crashen wir jetzt einfach mal in das neue Bereich. Und schauen, wo wir hier rauskommen, hinlanden, hinkommen. Ich komm, Süßer, ich komm.
Lauf doch nicht weg. Schatz, lauf nicht weg. Schatz, lauf doch nicht weg. Mein Gott. Ja, kurz Zeit, um sich die Nägel zu kontrollieren. Wunderbar, sehen gut aus. Hast du fein gemacht, Alex. Zu dir komme ich auch gleich noch. Wo kam eigentlich dieser Polizist her vorhin? Ja. Warum kommst du nicht zu mir, du Sackgesicht? Extrem schade, dass wir nicht durch das kaputte Glas springen können. Das verstehe ich nicht. Ich dachte, das wäre möglich gewesen. Ist es aber nicht. Na gut. So, was wird hier von mir erwartet? Dass ich diesen scheiß Parcours mache? Keine Lust. Nicht mit dieser Steuerung. Da könnt ihr lange warten. Gleich. Huch, da geht's nicht lang. Okay. Da auch nicht. Strange. Ich nehme an, das ist zum Verstecken vor Patrouillen. Wir sind aber gerade keine. Hä? Der Sarkophagus ist weg, wie es aussieht. I can't understand why someone would go through the trouble of stealing a box with a very ancient corpse. This city's not that dull. Beckett, what are you doing here? I'm an archaeologist, so I thought I'd indulge in a quick study of this Ankaran sarcophagus everyone's so riled up about. My guess, from what I've read about it, is that it's a mummified Mesopotamian king. I needed confirmation. Und was ist mit ihm passiert, mit dem Sarkophagus? Since it's missing, I'm inclined to believe it was stolen. Or intentionally misplaced, if you like. Clearly, though, it's not here. Did you get to examine it at all? Oh, I really wish I had. All this speculation about the sarcophagus containing an antediluvian and being a portent of Gehenna is making me cringe. These are the kinds of ridiculous, superstitious assumptions I came here to debunk. Gehenna? Armageddon, doomsday, the end of all kindred. It's a common facet of most mythologies. Fear that the world will end. Many believe Cain and the antediluvians will return to consume or destroy all kindred. I wholeheartedly disagree. Wollen wir mal fragen, wer Cain ist? Cain is the biblical first kindred and founder of the mythological first city, Enoch, a place where kindred and kind coexisted. I believe Cain's a figure concocted to personify the transition from nomadic society to agrarian society. That myth, like most, has been twisted by time. Are there any other signs of Gehenna? What prophecy doesn't have vague, apocryphal signs? Let's see. The usual ones cited are the appearance of thin bloods, Cain sightings, doom, gloom, that route. Weißt du mehr über thin bloods? Thin bloods rarely exhibit features or powers of their clan, and many can't embrace. Some are even rumored to have reproduced. Many kindred are terrified that their weak blood heralds the dissipation of every bloodline. Somewhat of an ignorant reactionary response, don't you think? Warum glaubst du nicht an Gehenna? As I said, many cultures have the fear of some form of apocalypse. Kindred believed in these stories when they were human, and naturally carried them over into kindred myth. But it doesn't take a supernatural act to cause widespread destruction.
Humans and kindred are just as capable of managing their own destruction as a deity. A self-realized Gehenna warrants more vigilance than a god-induced one, don't you agree? Such is my argument, which so frequently falls on deaf ears. Nein, nein, keine Sorge, nicht in meinen Ohren. This is all fascinating stuff. How long have you been studying kindred lore? For 300 years I've been trying to determine the function of our existence, the kindred's role in the world. I'm not content to attribute it to some act of supernatural biblical vengeance. We exist for a reason. And if it takes another 300, I'll figure it out. Any thoughts? We are predator species like lions. We are mutations with powers like in comic books. We are the next evolution of human beings. Nein. Und wir sind auch nicht vom Outer Space. Ich behaupte jetzt hier einfach mal ganz blind, wir sind Mutationen, einfach ein genetischer Defekt. The extent to which movies have shaped modern belief systems is extraordinary. Still, it's a better explanation than a divine sentence for manslaughter. I agree. Remember, the truth won't be told in time. It will be told by us. Well, my work here is stolen away into the night. Think I'll do the same. Mm-hmm. Goodbye, Beckett. Jetzt haben wir nicht mal diese dumme Statue gefunden, Mann. Dass wir gleich in diese Sequenz reingetriggert werden, ist total doof. You found where the sarcophagus has been stored, but someone got there first. It has been stolen. You best tell the prince of this turn of events. Bevor ich das mache, werde ich das Spiel aber nochmal selber laden und nochmal ein bisschen durch die Gegend latschen. Ich bin mir ziemlich sicher, es gab keine Büros oder Räume mehr, die wir hätten noch betreten können. Aber man weiß ja nie. Es ist schon lange her. Und ich möchte unbedingt diese Statue finden. Eventuell müssen wir dafür sogar zurück ins Museum, raus aus dem Keller. Aber das mache ich alles off-camera und fange erst wieder an aufzuzeichnen, wenn es wirklich interessant wird. Soweit, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht es gut alle zusammen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.